Hi Tanzwitz, ich bin Andreas. Schön, dass ihr da seid, in der freien Natur so. Dann werde ich das Thema besprechen, und zwar Ruhe bewahren. Ich bin heute mit dem Fahrrad gefahren hier, bin jetzt halt hier. So, und auf dem Weg hin, da bin ich halt in der Abbiegung bin ich halt weitergefahren, um halt hinzukommen. Und dann auf einmal, hinter mir war ein Auto, ich habe die hier vorbeigelassen. Und auf einmal, dann aus dem Fenster so, da haben halt so halbstark, so drei, vier halbstarke Idioten so, die haben mich so ausgelacht. Ich habe noch ein bisschen hergerufen, habe ich trotzdem Ruhe bewahrt. Damit würde ich sagen, wenn das nächste Mal halt jemand sich über euch lustig macht oder irgendwie was weiß ich, halt euch nicht ernst nimmt, sozusagen, dann einfach Ruhe bewahren und nicht drauf einlassen, nicht zurückschießen. Denn wenn er zurückschießt, dann gibt er den, sag ich jetzt mal, den Angreiferin halt Futter, und dann macht das Nützen ja halt dann aus, und wir waren euch machen dann halt so, also die meckern halt so, dass er weiter aufregt. Und ja, also Ruhe bewahren und halt dann nicht aufregen über so Fachidioten oder Idiotinnen. Weil halt so Menschen, die halt sich gerne über andere lustig machen. Und die mich lustig gemacht haben, diese halbstarken Idees da, halt Idiotis da, die sollen ein bisschen auf den Verkehr aufpassen, statt sich da mal Radfahrer aufzuregen. Und halt, ich habe die vorbeigelassen, aber halt hätten die Danken sagen müssen. Die Straße ist breit genug. Von daher, also auf jeden Fall Ruhe bewahren, wenn ich nächstes jemand aufregt, dann auf jeden Fall kein Futter geben. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, was ich wieder gefahren habe, am Hof, nicht da runter. Und dann ganz viel Ruhe bewahren. Das Leben ist zu kurz, um sich aufzuregen. Und dann tschüss.